wir haben hier einen einjährigen Argentino-Rüden. Er wurde festgebunden am Havelpark Hidalgo. Der Hund ist geschippt. Von dem Hund haben wir einiges erfahren. Wie gesagt, der stammt aus Ungarn. Ist ein Jahr. Wurde von Türken in Varin gekauft für 350 Euro. Stand dann bei Kijiji drinne für 800 Euro oder 850 Euro. Der Hund ist nicht ohne. Er reagiert sehr aggressiv auf Frauen. Man braucht Zeit lang, um sich mit ihm zu verständigen und ihm auch Vertrauen aufzubauen. Wir wissen nicht, was er alles schon vorher erlebt hat. Ist durch etliche Hände gegangen. Ist aber definitiv nicht geeignet für Anfänger. Kommt. Und auch nicht für Frauen. Also es muss intensiv mit ihm gearbeitet werden. Weil ziemliches Potenzial hat der Hund. Kommt. Aber keine Leute, die an Selbstüberschätzung leiden und denken, schöner Hund, aber er ist ein schöner und gefährlicher Hund. Nicht? Ja, fein. Komm. Na komm. Platz. Andere Hunde reagiert da zum Teil auch sehr aggressiv. Fängt auch sofort an, loszubrummen, zu dominieren oder auch anzugreifen. In den richtigen Händen natürlich ein toller Hund, aber die müssen wir erstmal finden. Komm. Also wer Interesse hat und auch etwas Erfahrung mit solchen Tieren, ja, ist halt gut.